macht. Also Sie sehen ja, wir haben das mal genannt Paartherapie. Ne? Und HR kein IT kann, vielleicht, warum wir glauben, dass wir das uns gemeinsam therapieren können oder das Thema therapieren können, würden wir ganz gerne noch am Anfang mal sagen, wer wir eigentlich sind, wo wir herkommen, was wir machen, warum wir glauben, wir könnten solche therapeutischen Sitzungen eigentlich auch gemeinsam antreten. Professor Dr. Wolfgang Jäger, damit alle Vorurteile gut verwurzelt sind, so sieht ein typischer HR-Mensch aus, ja, HR von der Pike aufgelernt, bei Otto, einer der, darf man sagen, ohne dass du rot werden musst, prägenden Persönlichkeiten der deutschen Personalwirtschaft für sehr, sehr lange Zeit. Und wir kennen uns aus unserer gemeinsamen Zeit bei der Gründung des Fachbereichs Media Management und Medienwirtschaft in Wiesbaden, der in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum feiert. Ja, und so sieht eigentlich ein ITler aus, Fragezeichen, Ausrufezeichen, also er ist ITler, das kann man also nachweisen. Als wir seinerzeit die Hochschule gegründet haben und die ersten drei Professoren berufen haben, weil der Studiengang Media Management, der hieß früher Medienwirtschaft, der bestand aus einer Ausrichtung Technik, einer Ausrichtung Gestaltung und einer Ausrichtung Wirtschaft. Also das war eigentlich was relativ Neues, weil so diesen Dreiklang von Studiengängen gab es eigentlich nicht. Und der Erste, der berufen wurde für die Medientechnik, war Peter Bienert. Der hatte sich deshalb darüber qualifiziert, dass er einmal von Hause aus, ob er Physiker ist, ist eigentlich egal, aber er war eigentlich derjenige, der vorher ein Softwareunternehmen gegründet hatte, also zeigte, dass er was von Konten hatte, hatte das Unternehmen verkauft und hat sich jetzt mit der Frage beschäftigt, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und hat sich überlegt, werde ich Hochschullehrer? Das hat gut geklappt, wir haben ihn gerne genommen. Und seit 1993 oder 94 kennen wir uns und haben im Grunde genommen damals den Studiengang gemeinsam aufgebaut und entwickelt. Medientechnik deshalb, weil er hat unsere ganzen Studios aufgebaut. Wir waren einer der wenigen Studiengänge, die im Grunde genommen die ganzen technologischen Möglichkeiten eigentlich hatten. Wir haben ein komplettes Fernsehstudio, wir haben ein Videostudio, wir haben ein Audi-Studio. Die wurden dann später noch weiterentwickelt in Multimedia-Studios. Allen Prozesse sowohl mit der Technik, mit der Gestaltung, mit der Produktion eigentlich durchführen. Und ich war derjenige, der dann als BWLer kam und dann gesagt hat, das sieht zwar schön aus, aber das rechnet sich nicht. Technik, das dauert eigentlich zu lange. Und so sind wir uns dann eigentlich immer näher gekommen und haben die ganze Geschichte weiterentwickelt. Aber wir sehen auch darum, dass wir jetzt mit dem Einzelnen und was Sie da unten sehen, Kunden nicht von jetzt nicht. Dunkle in dem Lebenslauf des typischen ITlers und des typischen HRlers. Ja, also wenn man Wolfgang liest, dann stellt man fest, dass er dem Vorurteilsbehauptung des typischen HRlers, soweit es das heute überhaupt noch gibt, schon recht früh nicht mehr entsprochen hat, weil er tatsächlich angefangen hat, den Bewandtnissen und den Potenzialen von Informationstechnologie für den Einsatz im Personalbereich sehr, sehr intensiv auseinanderzusetzen. Und diese Übungsfläche ist im Grunde genommen die Basis für das, was wir Ihnen in den nächsten 25, 30 Minuten vortragen wollen, als Bild, wie diese beiden Disziplinen, Human Resources, sich reiben und wie sie aber auch vernünftig zusammenspielen können. Ich habe also gelernt, dass ich die ganzen Dinge, die wir hatten, und Sie haben das ja angesprochen, im Thema lernende Organisation, Organisationsentwicklung, Training, Weiterbildung für die verschiedenen Zielgruppen, dass ich hatte das alles mal in der 70er Jahren für den Otto gelernt, also ich war Leiter Personal und Organisations. Von daher habe ich diese ganzen wunderbaren Themen, die da aufgepoppt hatten, eigentlich drin. Habe alles das, was wir gemacht, wir haben eigene Bücher rausgegeben, wir haben Corporate Universities gemacht und hatte dann aber eigentlich die Dinge auch umzusetzen und habe eigentlich gemerkt, dass Technologie mir dabei helfen kann. Und habe diese Idee
Ansätzen, aber ich war relativ hilflos, weil ich von den Medien selbst, von der Produktion der Medien nichts gestalterische Kompetenz, noch hatte ich technologische Kompetenzen. Also habe ich mir immer meine Kollegen geschnappt, die entweder für Gestaltungsprofessoren waren oder für Technik. Die haben alle Dinge weiterentwickelt. Es gibt ein Tonproblem mit den zwei Mikros. Ja, dann nehmen wir die Mikros eben runter. Ja, lass du drauf. Ja, lass mal drauf. Also geht es jetzt wieder besser? Ja, hier hört uns sowieso jeder. Ja. Doch, ist aber auch an. Das ist ja dieses Internet. Das komische Internet. Also mit dem Internet haben wir 1995 dann angefangen, das eigentlich zu machen. Sie sehen, am Anfang haben wir noch Lernmedien gemacht, die waren noch interaktive CD-ROMs. Das werden die meisten von Ihnen vielleicht nicht mehr kennen. Na, wie die aufgebaut wurden, didaktisch, da klickte irgendetwas etc. pp. Und dann haben wir das gemacht. Wir haben Fernsehen gemacht. Also damals gab es noch richtig Fernsehen. Wir machten Business-TV, also richtig dieses große Thema mit Uplink und mit Downlink. Und haben eigentlich alle großen Projekte gemanagt, damals für die Deutsche Bahn, für Daimler, für, das hieß noch Mercedes, für die Deutsche Bank etc. pp. Und dann haben wir die Dinge weiterentwickelt, da erzählen wir Ihnen hinterher aber was von, wie unsere Entwicklungsgeschichte mit den Lernmedien eigentlich weitergegangen ist und wo wir heute stehen. Sie müssen das so verstehen, wir haben in diesem Studiengang die große Gelegenheit, die Freiheiten zu haben, alle die Dinge auszuprobieren. Das heißt, wir setzen alle Ideen auch einmal um, versuchen da prototypische pilottechnische Anwendungen zu haben, damit wir a, unsere Studierenden ausbilden, das später in der Praxis umzusetzen und selber zu lernen darüber, ob das Ding eigentlich funktioniert oder nicht. Und das sollte vielleicht eigentlich reichen dazu, dass wir auch noch Firmen gegründet haben. Das spielt, glaube ich, heute keine Rolle. Das heißt, wir versuchen, evidence-based zu machen. Auf der einen Seite das durchaus, sagen wir mal, ordentlich, auch wissenschaftlich fokussiert und nachgewiesen. Machen dann aber auch das praktische Thema in Erfahrung, indem wir die Dinge ausprobieren und einfach selber mal versuchen, ob wir das eigentlich hinkriegen oder nicht. So, wir würden einfach anfangen. Da sehen Sie uns jetzt da drin. Und unsere Idee ist, was wir da aufeinander gelernt haben, verbündet euch. Also HR und IT sind die Pioniere der Querschnittlichkeit im Unternehmen. Der Satz stammt von dir, also darfst du den auch verteidigen. Jawohl, das mache ich gerne. Ja. Zusammengefasst würde ich die summarische Erfahrung aus 25 Jahren Berufstätigkeit, Unternehmertätigkeit so auf den Punkt bringen, dass die wirklichen Herausforderungen immer querschnittlicher Natur sind. Und wie wir gleich noch sehen werden, reagieren wir aber mit einem Habitus aus der Vergangenheit, der bedeutet, dass wir mit der Komplexität dadurch umgehen wollen, dass wir sie in immer kleinere Scheibchen zerschneiden. Das führt zu diversen Problemen für die Führung, auch für die Orientierung von Mitarbeitern. Und HR und IT verbindet jetzt ein ähnliches Problem. Als HRler haben Sie die Schwierigkeit, aus einem strategischen Konzept und einer langfristigen Planung mit visionären Zielen, mit Zahlen und einer Balanced Scorecard am Ende des Tages ein tatsächliches Unternehmen zu machen, in dem Menschen sitzen, die mit all ihren Fähigkeiten, mit ihrer Vielfalt, aber auch mit ihren Einschränkungen aus diesem Papier Realität machen. Das ist eine hochquerschnittliche Funktionalität. Ja, dort wird das Papier, was schnell aufgeschrieben ist, zu einer Realität, die sich mit faktisch vorhandenen Persönlichkeiten und Menschen manifestieren muss. Und die IT hat das gleiche Problem. Die IT steht vor der Herausforderung, dass die unterschiedlichen Segmente des Unternehmens Vorstellungen davon haben, welche Informationen wichtig sind und wie sie verarbeitet werden müssen. Aber im Keller der IT sitzen dann die armen Schweine aus der Informationstechnologieabteilung und versuchen mit Kabelbinder und Gaffertape dafür zu sorgen, dass aus den 20 verschiedenen Blickwinkeln auf den Kunden eine gemeinsame Datenstruktur wird. Und diese Querschnittlichkeit über die Unternehmensbereiche hinweg verbindet diese beiden Disziplinen. Also eigentlich geht es darum, dass wir verbinden uns. Wir verbinden uns. Das kann man so ein bisschen machen, aber bei aller Idee, dass wir uns verbinden sollten und könnten und wir vielleicht auch wir gelernt haben, dass das ganz gut funktionieren kann, beobachten wir in der Praxis häufig, dass diese Verbinderei nicht funktioniert. Das hat nicht nur mit dem Thema Lernen zu tun, da sind sicherlich unter Umständen auch noch ein paar separatistische Dinge unterwegs. Aber wenn ich die klassischen HR-IT-Landschaften angucke und gucke mir die Projekte an, wo wir dann teilweise auch mal um Rat gefragt werden, da geht es eigentlich eher um die Frage der Organisation. Wie organisiere ich denn eigentlich die Zusammenarbeit? Also das müssen die nämlich auch lernen.
Und wenn Sie jetzt mal von unserem Lernen weggehen, und wir haben jetzt gerade noch so Themen gehabt, wenn dann ne, der große 800 Pfund Gorilla kommt, der heißt dann SAP, und dann kommt, dann wird also entschieden mit den IT-Lern zusammen, wir führen Success Factors ein, das ändert die ganze Welt eigentlich. Dann steht nämlich die Frage auf einmal auch der Zusammenarbeit zwischen HR und IT in vielen Facetten auf ganz anderen Prüfständen, weil Sie haben auf einmal noch einen dritten Player dabei, nämlich den im Grunde genommen, der da in der Cloud das Thema anbietet und nicht unbedingt so flexibel agieren kann, wie er eigentlich sein möchte. Also ganz spannende Fragen, aber das wollen wir jetzt eigentlich nicht vertiefen. Sie werden sehen, wenn wir über lernende Organisationen reden, dann haben wir heute für uns ein Verständnis herausgearbeitet, wie lernt man denn eigentlich die Zusammenarbeit und die Umsetzung der Themen, was sind die Technologien, die Strukturen, die Prozesse. Also wir nehmen den Organisationsfaden nochmal auf eine andere Art und Weise auf und versuchen jetzt nicht zu sagen, okay, was ist denn eine lernende Organisation generell als Unternehmen und was müssen wir dafür eigentlich tun? Das ist eine Nebenbedingung, aber nicht unsere Hauptbenehmung. Also wir haben ein Problem und wir wollen erst das Problem beschreiben aus unserer Sicht und dann vielleicht aus unserer Arbeit und unseren Überlegungen auch zu den Lösungsansätzen zu kommen, zumindest weil wir glauben, eine Beobachtung zu haben, was vielleicht helfen könnte, die Diskussion zu bringen. Peter. Nachdem wir ja eine interaktive Google-Doc-Dokumentation haben, werden wir Ihnen das jetzt nicht vorlesen. Das können Sie alles im Internet, in diesem Internet nachher nachlesen. Die Segmentierung, über die haben wir schon kurz gesprochen. Wir glauben daran, dass das getrennte Verständnis von verschiedenen Disziplinen, unter anderem auch von HR und IT, eines der Kernprobleme jeder Organisation ist, also nicht nur für das Thema Lernen, sondern grundsätzlich für alle Formen von Wertschöpfung und Entwicklung im Unternehmen. Wir haben ein wenig damit zu kämpfen, dass nach wie vor diese beiden Disziplinen, wie viele andere auch, es ist nicht nur ein Problem zwischen HR und IT, sondern auch zwischen Marketing und Sales, zwischen Produktion und After Sales, zwischen allen möglichen Bereichen, dass diese Segmentierung zu gegenseitigen Erwartungshaltungen führt, die eigentlich eine Externalisierung des Problems sind. Der ITler guckt den HRler an und sagt, pass mal auf, wir stellen euch unendlich viele Informationen zur Verfügung, mehr als jemals zuvor in der Menschheits- und Unternehmensgeschichte. Und ihr werdet ja wohl irgendeinen Trick finden, die Leute so hinzubiegen, dass sie mit dieser Menge an Informationen umgehen können. Das ist ja nicht mein Problem. Mein Problem ist die Bereitstellung dieser Menge von Informationen. Und er guckt mich an und sagt, also ihr ITler müsst doch mit irgendeiner trickreichen App, mit irgendeinem Magic Button auf dem Portalsystem unseres Unternehmens ankommen, der diese Menge von Informationen für uns überhaupt handhabbar und strukturierbar macht. Also wir haben eine gegenseitige Erwartungshaltung, die in einer gewissen Art und Weise auch die Verweigerung beinhaltet, sich mit dem Problem des jeweils anderen auseinanderzusetzen. Google kann das auch. Das kann, ja, kann es Google wirklich? Ja, das wissen wir nicht, aber Google, aber zumindest glauben die Anwender, dass Google etwas kann und im Grunde genommen dieser Segmentierung schon irgendwie ein Stückchen Weg bereitet. Und ja, warum? Und ich denke, Google haben ITler erfunden und keine HRler. Man sagt ja heute neudeutsch, Denken ist wie Googlen, nur krasser. Ja. Und das charakterisiert ja so den Umgang, den wir heute mit Wissensverarbeitung haben. Ja. Ja. Insofern ist das eigentlich eine gute Überleitung zu dem nächsten Slide, der Probleme, mit denen wir zu tun haben. Wenn wir, ja, wir sind Google bei sprechen. Den Problemen ja eigentlich dran und das ist vielleicht nochmal der Hinweis, den wir hatten, dass wir hier unten auch sagen, also aus der Sicht der lernenden Organisation ist es uns extrem wichtig, dass die Informationsverarbeitung nicht Informationstechnik ist. Also das ist eigentlich das, was wir so ein bisschen in diesem Zusammenhang eigentlich haben wollen. Und alle anderen Punkte haben wir ja nur noch schon mal genannt. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal die Bilder an, die wir dazu eigentlich mitgebracht haben. So, du hast das Bild gemalt. Ja, sprich zum Bild. Das ist eine blaue Kurve, ja. Ja, eine blaue Kurve. Typische Physikergrafik, also die eine Achse ist immer die Zeit und das ist eigentlich relativ banal. Wir erleben gerade eine explosionsartige Zunahme der verfügbaren Informationen. Die Gedankenmodelle, mit denen wir als Menschen auf die Zunahme von Informationen und auf die Informationsverarbeitung reagieren, diese Gedankenmodelle entwickeln sich nicht unendlich schnell. Also wir haben die Hoffnung, dass wir jeden Menschen durch geeignete Schulungs- oder pädagogische Lehrmaßnahmen dahin bringen können, dass er mit der Verdoppelung, Vervierfachung, Verachtfachung, Versechzehnfachung von Informationen umgehen kann. Diese Hoffnung ist aber unbegründet.
Also die menschliche Fähigkeit zum Umgang mit der reinen Masse an Informationen lässt sich nicht unendlich skalieren. Das bedeutet, irgendwann fällt die Entwicklung unserer Denkmodelle hinter die Menge der verfügbaren Informationen zurück. Ja. Das, was wir darüber hinaus erleben, aus der täglichen Beratungspraxis in Unternehmen, auch aus dem Umgang mit meinen eigenen Kindern, ich habe 5 Kinder in meiner Familie, ist, dass die Complexity Readiness, die Bereitschaft, sich mit Komplexität auseinanderzusetzen, meiner Meinung nach inzwischen auf dem abnehmenden Ast befindlich ist. Nicht nur in der Schule, sondern ich sehe das auch in Unternehmen. Ja, ich werde eingeladen, ich habe in meinem Leben viele Großprojekte saniert mit meinem Beratungsunternehmen, 100, 150, 200, das größte, 300 Millionen Schweizer Franken. Und sie werden eingeladen, um ein Problem zu analysieren. Sie kommen in die Vorstandssitzung und sie legen 5 Folien auf den Tisch, was eh schon sehr kompakt ist, in denen das Problem intellektuell einigermaßen hochwertig analysiert ist. Und sie sehen schon den verzweifelten Blick in den Augen der Vorstände. Und die Frage, die sich dann ergibt, ist wortwörtlich aus einer Vorstandssitzung: Herr Biener, das ist ja alles gut und schön, aber wollen Sie allen Ernstes, dass wir bei Pontius und Pilatus anfangen? Also was wir eigentlich wollen, ist ein Quickfix. Wir wollen ein Magic Pulver haben, was wir ins Glas geben, just add water und dann macht's puff und das Problem ist gelöst. Also ich sage, nicht nur in den Schulen, sondern auch auf den Führungsebenen ist die Fähigkeit und die Lust an der Auseinandersetzung mit Komplexität wird immer geringer und das hat auch mit dem nächsten Faktor zu tun. Aber das können wir für die Hochschulen auch sagen. Ne? Also das lassen wir da drin. Also wenn wir unsere Studenten angucken, also was für die nicht einfach erreichbar ist und was nicht an vornherein im Internet zu finden ist, also so ein Gang in eine Bibliothek oder nochmal so nachfragen, das ist ja schon ein hartes Ansinnen. Ne? Also ich erinnere mich an eine Einführungsvorlesung Medientechnik vor 25 Jahren. Da habe ich den Fehler gemacht, ein Summenzeichen an die Tafel zu malen. Wir sprechen hier von dem Studiengang, der damals einen Numerus Clausus von 1,4 hatte. Und man malt ein Summenzeichen an die Tafel. Es geht ein Stöhnen durch den Hörsaal. Und Sie müssen eigentlich anschließend großflächig Aspirin verteilen, weil die Gefahr, dass jetzt mathematische Dinge besprochen werden, ja, ist den Studenten förmlich ins Gesicht geschrieben. Ich habe übrigens letzte Woche eine Studie gelesen, eine internationale Vergleichsstudie, über die mathematischen Fähigkeiten unserer Abiturienten. Wir liegen im internationalen Vergleich im Moment auf Platz 25. Die Lust, Dinge zu verstehen, hat natürlich auch unabhängig von der Motivation ein zeitliches Problem. Wenn Sie sich selber anschauen, leben wir alle in diesem Widerspruch der blauen Kurve, stark zunehmende Informationsdichte, wir haben aber immer weniger Zeit. Die große Lüge der Informationstechnik ist, und damit konfrontiere ich meine Kollegen auch, dass wir ITler, sage ich jetzt mal, seit 30 Jahren durch die Landschaft laufen und den Menschen versprechen, dass durch die Segnungen der digitalen Technologie unser Leben einfacher wird und entspannter und wir mehr Arbeit mit weniger Aufwand und Stress leisten können. Das Spannende ist aber, wenn Sie in den Kalender des Mannes gucken, der von IBM oder von SAP ist und der Ihnen gerade diese Vision verkauft, dann hat der komischerweise immer eine 75-Stunden-Woche und zwar seit 30 Jahren. Also irgendwie scheint nichts dran zu sein an der Möglichkeit, mit Hilfe von Technologie alleine eine höhere Produktivität und einen besseren Zeitfaktor zu bekommen. Ja, aber ich möchte es doch gerne ein bisschen smarter haben. Das soll doch einfacher sein. Wir machen doch auch viel mit Mobilität. Wir reden jetzt über alles immer HR, IT 4.0. Wir können auch über Learning 4.0 reden oder wir reden über Recruiting. Dann haben wir ja alle diese schönen Segnungen, die uns das dann weitermachen. Dieses Thema künstliche Algorithmen und alles das, was wir da rein, oder künstliche Intelligenz, das alles bewegt uns ja eigentlich und das wird nicht ohne IT gehen. Nee, es wird nicht ohne IT gehen, aber es wird eben auch nicht mit nur IT gehen. Nicht? Denn die Verarbeitung von Informationen, etwas zu wissen und zu verstehen, ist etwas anderes, als die Menge an Informationen zu vergrößern. Und unser Problem ist, wenn wir mal die nächste Folie angucken, in Summe, im Moment haben wir das Problem, dass die Unternehmen vor lauter Informationen immer dümmer werden. Das ist eines der Grundprobleme, das wir momentan auch im Umfeld von lernenden Organisationen berücksichtigen müssen. Und die Frage ist, dass wir uns wahrscheinlich verabschieden müssen von der Hoffnung, dass wir durch die Erhöhung der verfügbaren Informationsmenge die Qualität der Organisation verbessern. Das ist eine der Hoffnungen, die mit dem Aufkommen von IT in Unternehmen verbunden wurde. Wenn die Menschen nur mehr Informationen bekommen, dann werden sie in der Lage sein, besser, schneller und autarker zu entscheiden. Wir beobachten aber das Gegenteil und jetzt müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie wir damit umgehen. Aber wir wollen doch jetzt über Lernen reden. Und wenn ich jetzt so ein bisschen gucke und ich habe jetzt gerade vor kurzem ein Interview gegeben oder noch eine Geschichte gehabt, da fiel mir eigentlich ein,
dass ich vor 2-3 Jahren bei dem Thema gerade Führungskräfteentwicklung, wir reden ja über Digitalisierung, über Transformation und was es da nicht alles Schönes gibt, ich habe einen Wissenstest gemacht. Also so einen Einstieg-Wissenstest für verschiedene Zielgruppen zu dem Thema Digitalisierung im weitesten Sinne. Und den haben eigentlich, sagen wir alleine nur erstmal das Wissen dazu, ne? Querschnittsgeschichten. Da waren eigentlich Best Practice, dass maximal die Hälfte der Antworten eigentlich stimmig waren. Also das heißt, das Wissen um dieses Thema Digitalisierung bei den Führungskräften war eigentlich relativ schlecht verbreitet und bei den HR-Lern war es nochmal 10-15% schlechter als im allgemeinen Schnitt. Das waren empirische Daten. Diese empirischen Daten habe ich dann teilweise in dem einen oder anderen Kreis mal gezeigt, dann habe ich den Wissenstest auch mit den Zuhörern gemacht, da kam das Ergebnis auch raus. Dann habe ich das veröffentlicht, dann gab es erstmal einen Aufschrei, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und justament, als das gerade drin war, hat die Arbeitsdirektorin der Lufthansa gerade kundgetan, dass sie jetzt also wirklich ein dramatisches Thema hat. Die Hälfte ihrer Führungskräfte bei der Lufthansa haben keinen digitalen Fit und sie müsste jetzt entweder die Leute rausschmeißen oder extrem in Aus- und Weiterbildung machen. Und das gilt bei denen bei an die 2000 Führungskräfte. Also ein ganz spannendes Thema. Wir werden, vielleicht ist die These, wir werden vor lauter Informationen immer dümmer, mag sein, aber vielleicht müssen wir auf der einen Seite etwas Neues lernen, vielleicht etwas entlernen und vielleicht müssen wir es besser lernen. Und da würde ich gerne wollen, dass mir die IT hilft. In der Tat, das ist auch eine wichtige Voraussetzung, dass eine Systemarchitektur besteht, die diesem Paradigma dient. Die Schlussfolgerung, die mir aber wichtig ist, ja, zwischen uns beiden als Vertretern dieser Denkweise, dieser paradigmatischen Denkweise, ist, wir werden durch den Einsatz von Informationstechnologie das Kernproblem von Informationsverarbeitung nicht lösen. Und das Kernproblem von Informationsverarbeitung ist die Frage, dass wir ein gewisses Minimum an Zeitressource brauchen für uns, für einen Mitarbeiter und damit auch für eine Organisation, um die Menge an Informationen tatsächlich zu verarbeiten. Ja. Überlegen Sie sich mal, wenn Sie mit vielen Führungskräften arbeiten, ich mache Führungskräftetrainings, eine der spannenden Fragen, die ich mit Menschen in Führungspositionen diskutiere, ist, wie viele E-Mails bekommen Sie am Tag? Lassen Sie uns mal einfach zählen, wie viele E-Mails in Ihrem E-Mail-Eingang liegen. Ein guter Freund von mir, mit dem ich gestern noch zusammensaß, der war lange Zeit Chief Commercial Officer bei einem Unternehmen, was Solarmodule herstellt, globaler Player. Und der hat für sich errechnet, dass er im Durchschnitt 200 E-Mails am Tag bekommen hat als Führer einer globalen Vertriebsorganisation. 200 E-Mails, ja, in denen er entweder auf CC ist oder die direkt an ihn adressiert sind. Kein Mensch kann 200 E-Mails bearbeiten. Und wenn er 200 E-Mails bearbeitet, macht er nichts anderes mehr. Und wir müssen keine Psychologen sein, um herauszufinden, dass die inhaltliche Qualität dieser Antworten nicht sonderlich hoch sein kann. Also er flutet als Antwort auf die 200 E-Mails sein Unternehmen mit weiteren 200 E-Mails, die von der inhaltlichen Qualität her sind wie Free TV. Ja, das ist einfach, das hat Talkshow-Niveau auf unterster Basis, weil er gar nicht mehr die Zeit hat zum Nachdenken. Und seine Mitarbeiter reagieren auf diese 200 E-Mails durch 200 oder 300 neue E-Mails, die alle auch eine niedrige Qualität haben. Und am Ende stehen wir da und sagen, die Menge der verfügbaren Informationen in unserem Unternehmen ist extrem hoch. Wir kommunizieren digital, kurzfristig, agil, auf kurzen Wegen. Was wir in Wirklichkeit aber machen, ist, dass wir große Truckloads of Information Junk hin und her transportieren und das vermeintlich für wertvolle Informationen halten. Ja, und daran müssen wir arbeiten. Das ist meiner Meinung nach auch ein Auftrag, gerade an den proverbialen HRler, zu erkennen, dass es nicht mehr darum geht, breite Mengen an Informationen zur Verfügung zu stellen und zu sagen, das müsst ihr alles lernen, das könnt ihr lernen, das könnt ihr lernen, das könnt ihr lernen, das könnt ihr lernen, sondern es geht um eine Meta-Ebene. Es geht um die Frage, wie machen wir die Leute fit dafür, sich in dieser Informationslandschaft zu orientieren und Prioritäten dafür zu setzen, worüber sie nachdenken sollen und worüber nicht. Denn ansonsten kommt am Ende das raus, was ich die Information Procrastination nenne, die sich übrigens auch auf der Führungsebene gut feststellen lässt. Je mehr Informationen man theoretisch hat, desto leichter ist die Ausrede zu sagen, wir können noch keine Entscheidung treffen, weil wir noch kein vollständiges Informationsbild haben. Also irgendwo, wenn wir nur weit genug in den unendlichen Weiten des Internet graben und in unseren Big Data Pools, dann finden wir irgendwann diese eine Zeile Information, in der steht,
macht Vanillezahnpasta für die Zielgruppe von 14-Jährigen. Ja, das ist das neue Produkt, was fliegen wird. Aber diese Information steht da nicht drin. Und na, die Informationsverarbeitung auch im Sinne von Lernen ist nicht, grabt immer mehr in die Tiefe des Details, sondern trefft eine Schlussfolgerung. Das ist eine andere Art vom Umgang mit Informationen. Wenn wir dann diskutieren, dann kommt ja immer die Frage danach, okay, wir haben es eigentlich jetzt verstanden, wie die ITler denken, was IT eigentlich kann. Und dann frage ich mir immer die Frage, ja, okay, was machen wir denn jetzt nun eigentlich? Also ich meine, zwei wichtige Punkte sind dran. Ich glaube, das brauchen wir jetzt Ihnen nicht erklären, dass Lernen ein Vorgang ist, der aus Informationen, Verständnis, Wissen und dann vielleicht sogar im Verhalten sogar noch Weisheit erzeugt. Also diese alte Kette, die kennen wir schon ziemlich lange. Ja, es wäre eigentlich daran das Halten, das wäre so eigentlich das Thema. Das haben wir den Studenten immer beigebracht, wie läuft das mit dem Autofahren, mit dem Tachometer, wo sind die Daten, dann kriege ich die Information, wie schnell ich fahre, dann weiß ich eigentlich, aha, ich konnte mal gelernt haben, dass es irgendwie einen Abstand gibt, dass man irgendwie Geschwindigkeit durch Abstand hat, dann hätte ich schon mal im Grunde genommen Wissen, aber die Weisheit, mich daran auch zu halten, habe ich gerade auf der Autobahn wieder erlebt mit den Abstandsmessungen. Also da sind ganz spannende Fragen, die man da was machen kann. Das andere Thema ist das Thema Zeit. Aus der Komplexität heraus haben wir uns dann die Frage gestellt, von wem können wir eigentlich was lernen? Wo gibt es denn eigentlich die besten, ich sag mal, Informationsmanager? Wo gibt es die besten Wissensmanager? Und wo gibt es auch noch die, die das so ansprechend machen, dass man Lust darauf hat? Jetzt kommen die anderen darum, nicht, dass sie eine technische Lösung haben, sondern es soll ja auch noch Spaß machen. Und es soll auch noch irgendwie gut sein. Vielleicht soll das auch noch mit guten haptischen Gefühlen verbunden sein. Und auf einmal haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir gucken mal runter und wir haben dann, und das wird vielleicht den einen oder anderen überraschend sein, wir haben die Medienindustrie entdeckt, dass wir für die von denen am meisten lernen können. Eigentlich sind wir angetreten und haben gesagt, wir müssen die Medienindustrie revolutionieren. Wir müssen Wirtschaft in die Medien bringen, neue Technologien reinzubringen. Aber wir haben jetzt auf einmal festgestellt, dass die Medienindustrie, die klassischen Medien mit dem Thema Disruption eigentlich und Transformation mit Digitalisierung schon eigentlich als Ersten in dem Kontakt waren. Print ist gegen Online gelaufen etc. pp. Die ganzen Themen, der Content hat sich geändert und auf einmal haben wir gesagt, okay, wie Heureka, lass uns doch mal überlegen, was wir von der Medienindustrie, von den Medien lernen können, um unser Thema, das ganze Thema Lernen in Unternehmen, wie können wir das anders organisieren, wie können wir das eigentlich perfekt machen. Da können wir auf ein paar Erfahrungen zurückgreifen und aus diesen Erfahrungen, wie wir da jetzt eigentlich gedanklich vorgegangen sind, was wir ausprobiert haben, wo wir auch selber gelernt haben, was geht und was geht nicht, da wollen wir jetzt unter dem Thema Lösungen berichten. Wir fangen an mit dem Learning House. Lass mich den Punkt aufgreifen, warum sind die Medien ein Orientierungsmuster für eine lernende Organisation? Nicht wegen dem von mir vorher zitierten Talkshow-Niveau. Also man spricht ja beim Free TV von dem Race to the Bottom. Es geht immer weiter nach unten von der Qualität. Das meinen wir damit natürlich nicht. Wir meinen damit erstens, die Medien waren die erste Industrie, deren Produkt und damit deren Lifeline, deren Existenzgrundlage durch die Digitalisierung grundlegend bedroht war. Also die Medien haben sich mit der Frage, wie man mit virtuellen Inhalten umgeht und wie man sie schmackhaft anbietet, in einer Wolke von permanent explodierend zunehmenden Informationen. Wie werde ich sichtbar? Mit dieser Frage haben die sich nicht aus philosophischen Gründen auseinandergesetzt, sondern einfach deswegen, weil es für sie eine Überlebensfrage war. Ja? Während wir in anderen Industrien und in anderen Disziplinen der Führung uns noch philosophisch Gedanken darüber machen können, wie sollte man mit undurchsichtigen großen Informationsmengen umgehen, war diese Branche so unter Druck, dass sie als erste gezwungen war, solche Lösungen zu entwickeln. Und wir glauben, dass wir in der lernenden Organisation als erstes begreifen müssen, dass alle Inhalte, nicht nur die Lerninhalte, in einem gemeinsamen Kontext dem Mitarbeiter dann angeboten werden müssen, wenn er sie braucht. Ich wiederhole es nochmal, ja, denn wenn wir das Lernen als eigene Disziplin betrachten, dann bauen wir schon wieder ein Stovepipe. Ja, da gibt es dann irgendwo im Unternehmensportal gibt's dann das E-Learning-System und die E-Learning-Plattform und die Learning dies und Learning das, neben der
Warenwirtschaftsplattform und neben der Innovationsplattform und neben der dies Plattform und der jenes Plattform und der sonst was Plattform. Aber was Ihr Mitarbeiter braucht, ist, wenn er Kundenstamm-Neuanlage macht in der Bank, dann muss er in diesem Kontext alle Informationen kriegen können, die er braucht, womöglich auch die Dinge, die er noch lernen muss. Und das System muss automatisch merken, an welchen Stellen er ein Defizit hat und ihm Angebote machen. Wenn Sie das machen wollen, bedeutet es, Sie müssen alle Ihre Inhalte als Asset verstehen, also als einen Wertgegenstand, der in einem Lebenszyklus wie ein Stück Medium gemanagt werden muss, und zwar alle. Das sind die SAP-Formulare, stehen dort gleichrangig im gleichen Organisationsschema wie die Lerninhalte. Und dafür braucht es einen gemeinsamen Speicher. Und das ist ein Muster, was wir aus dem Medienbereich kennen. Ich habe das Red Bull Media House mitgebaut. Und da war das Problem, eine Organisation, die 1000 Events jedes Jahr macht, hat den Versuch gemacht, alle ihre Informationen aus 1000 Events auf einer gemeinsamen globalen Plattform zu organisieren. Und das war eine völlige Disruption im Verständnis des Umgangs mit Inhalten. Also wirklich eine Wolke von Inhalten zu bauen, mit der man alle Teile der Organisation global und auch alle unterschiedlichen Kunden und Interessengruppen, es gibt 1500 Microsites bei Red Bull, erreichen kann. Und so eine Architektur ist ein gutes Muster dafür, wie man, denken Sie an die Querschnittlichkeit, wo wir uns verbrüdert haben, wie man Informationen als Assets betrachten kann, als Gedankenmuster. Und im Grunde genommen auch noch global managen kann. Total. Das ist ja auch eine Frage. Ich meine, eine Reihe von den großen Unternehmen, die müssen ja ihre Lerninhalte, ihre Themen auch so distribuieren, dass das jetzt eben nicht nur in Frankfurt, München und Berlin stattfindet und nicht nur in Rom oder Madrid, sondern im Grunde genommen auf die ganze Welt, über alle Erdteile. So, und wie managen wir das? So, und das haben wir halt eben dann an solchen Beispielen halt gelernt. Und gut, das ist natürlich auch ein bisschen, das Red Bull Media House hat eine Entwicklung gehabt, die natürlich in Richtung Markt, in das Marketing geht, das Produktmanagement etc. pp. Aber das sollten ja auch die Kunden lernen und die Verbraucher sollten auch was lernen. Die sollten da dran gefühlt werden, die sollten emotionalisiert werden. Also alle die ganzen Fragen, die wir im Grunde genommen verbinden. Und deshalb war das für uns irgendwann klar und sagen, okay, das wird unsere Blaupause sein. Wie wollen wir eigentlich lernen, organisieren, jetzt in dem Sinne, von einem Aufbau her, von einer Struktur und von den Prozessen und von einer Technologieidee. Okay. Damit wir hier nicht in der Zeitdruck geraten, das haben wir gesagt. Ja, ne? Das haben wir gesagt. Machen wir einen weiter. Ich werde das nicht im Detail erläutern. Sie finden 2, 3 Folien dazu in diesem Foliensatz, weil die große Frage ist ja jetzt, wenn wir ein solches Denken im Unternehmen... Entschuldigung, wenn wir... Da ist es. Die Banane. Wenn wir ein solches Denken im Unternehmen etablieren wollen, wie machen wir es? Ja, also es ist eine Sache zu sagen, so eine Architektur hätten wir gerne, aber noch ist die Realität ja, Sie als HRler, ich als ITler und die ganzen anderen Kollegen von Marketing und Sales und Produktentwicklung und so weiter, die stehen ja alle nebeneinander. Also wir müssen erstmal einen operativen Weg finden, so ein gemeinsames Verständnis zu erzeugen. Und das ist die Arbeit, die ich unabhängig von allen HR-Themen seit 10 Jahren mit meinem Unternehmen mache. Wie schafft man gemeinsame Verständniswelten zwischen Menschen, die eine vollkommen unterschiedliche Ausbildung und ein vollkommen unterschiedliches Weltbild haben? Ja, das ist das proverbiale Problem, wenn Sie einen ITler und einen HRler aufeinander loslassen, dass der ITler sagt, wir machen jetzt erstmal ein UML-Diagramm. Vorher ist der Schwimmbahnbegriff immerhin schon gefallen hier auf einer HR-Veranstaltung. Also wir machen ein UML-Diagramm und beschreiben in einem Prozessmuster, was du eigentlich willst. Aber diese Sprache spricht derjenige, der das Problem hat, gar nicht. Und der Storyroom ist eine über Jahre hinweg, ursprünglich bei einem Projekt der Deutschen Bahn AG, entstandene Methodologie, um mit Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen über die Kommunikationsweise zu kommunizieren, die jeder kann, nämlich Geschichten erzählen. Aber es ist ein hochstrukturiertes Verfahren. Gut, da drehen wir solche Themen wie iterative Erkenntnisgewinnung, das kann man eigentlich machen, aber da wollen wir uns jetzt, glaube ich, im Einzelnen nicht mehr mit beschäftigen. Wir schauen darüber mit der Ikonografie. Wir haben Bilder noch daraus, das heißt also Menschen arbeiten eigentlich zusammen, aber das eigentlich sind sie, da sie Profis sind, brauchen wir ihnen im Grunde genommen dazu nichts erzählen. Das heißt, nur der Storyroom, das hat was wir damit zu tun aus dem Thema Kommunikation und Medien, weil da reden wir momentan über das Thema Geschichten erzählen, Storytelling, das sind ja alles dann Begriffe, die wir es eigentlich machen. Und die Menschen, die Geschichten zuhören im weitesten Sinne, haben eine höhere Behaltenswertigkeit. Also von daher, wenn ich gute Geschichten erzählen kann, dann werden die Dinge eigentlich auch behalten. Man erinnert sich daran etc. pp. Aus unserer eigenen Entwicklungsgeschichte kann ich Ihnen berichten über so ein Thema, weil unser Studiengang, das hat was damit zu tun, wir haben uns dann eigentlich so ab
Beginn des Internets und des alten Themas immer, weil auch die Gründungsväter eigentlich die Fernsehanstalten waren, das war so damals das ZDF und das HR, hatten wir uns eigentlich immer den elektronischen Medien besonders zugehörig gefühlt. Deshalb hatten wir damals immer viel gemacht mit TV und Fernsehen. Dann haben wir natürlich das Internet gemacht und das ganze Thema mit dem Lernen hat sich eigentlich bei uns immer, wenn wir das da weitergemacht haben, gerade mit dem Thema Videolearning gemacht. Wir haben dann zusammen mit dem GWA, das ist der Gesamtverband der Werbeagenturen, Sie sehen da 2014 ein großes Projekt gelauncht. Wir hatten ein Weiterbildungsportal für die Werbebranche, haben da sehr viel gelernt. Das hatten wir damals schon zum Lernen, auch während des Arbeitsplatzes mit so kleinen Lernnuggets gehabt, die immer nur so ganz kurz waren. Und haben da eigentlich viel mit gelernt, haben die Leute, also die Kollegen auch aus den Agenturen mit reingenommen. Das sind die kleinen Geschichten hin. Und dann gab es immer dieses videobasierte Microlearning, kleine Lernnuggets. Dann haben wir natürlich auch wieder selber was mitgemacht. Gleichzeitig kam die Lernfortschrittskontrolle bis zur Zertifizierung. Wir haben sehr viel gelernt zur Effizienz und Effektivität von audiovisuellem Lernen. Also das war eigentlich ein ganz spannendes Thema, wo wir gesagt haben, okay, das wissen wir eigentlich, wie es geht. Wir wissen auch, was die richtigen Längen sind, was die Formate sind. Und das treiben wir eigentlich bis heute. Wir beide machen gerade noch ein Projekt auch zur Umsetzung von, was heißt das, Commodity-TV, aber für betriebliches Lernen, für Vorträge etc. pp. Also von daher, Video-Learning war eigentlich für uns ein Thema und wir haben das damals auch gesagt, das ist ein Geschäftsmodell mit Zukunft und das würden wir natürlich heute zum Beispiel in so einer Landschaft wie mit dem Red Bull Media House gerne einbauen. Letzter Punkt, wo wir gerade was lernen, Sie sehen, das kann man vielleicht noch nicht sehen, das ist da Buderus und Weiterbildung, wo wir gerade auch lernen, sind, was bedeutet eigentlich die Zusammenarbeit zwischen IT und HR bei dem Thema VR und AR, also virtuelle Reality-Anwendung oder Mixed-Reality-Anwendung. Weil da unten ist einmal die eine Frage, es müssen die Leute können, die das programmieren können, es müssen aber auch die anderen haben können, die was von der Didaktik, von der Methodik verstehen. Und dann brauche ich die Dritten, die im Grunde genommen in der Lage sind, die Storys zu erzählen. Das ist eine Anwendung, ein Ausschnitt aus der ganzen Programmierung und aus der Sicht drin, wie wir mit VR- und AR-Anwendung für Buderus, für den Bereich Aus- und Weiterbildung, ein Schulungskonzept entwickelt haben, inklusive der haptischen Übungen mit so einer HTC Vive, also nicht nur gucken, sondern auch erleben mit Anfassen, zum Beispiel für die Reinigung von irgendwelchen Heizungsautomaten. Das ist eine ganz spannende Geschichte, weil man kann da gefahrlos dran lernen. Und das Gleiche haben wir jetzt mittlerweile auch schon für medizintechnische Bereiche gemacht, arbeiten da mit Dräger und mit Brown zusammen. Da geht die ganze Entwicklung eigentlich hin, weil man kann da ganz gut lernen, kann es üben. Aber da ist eine extreme Verbindung zwischen IT und HR. Das heißt, ich habe eine eigene Kollegin, die ist Spieleentwicklerin, aber von der IT-Seite her. Und ihre neuen Softwareentwicklungstools setzen wir dann eigentlich ein, um die Dinge auszuprobieren, sowohl im AR-Bereich, auch im VR-Bereich. Also das vielleicht nochmal so auch noch mit ein paar Bildern aus der Arbeit, was wir da eigentlich tun. So, jetzt wollen wir nochmal eben eine Zusammenfassung machen. Ja, das machen wir kurz und knackig, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ja. Zusammenfassend, erstens mal kann man natürlich da eine ganze Woche drüber diskutieren, über diese ganzen Themen. Die Kontextualisierung war hier nochmal ein schönes Thema. Wie bringt man etwas auch in eine haptische Realität? Da ist Augmented Reality eine unglaublich spannende Geschichte. Zusammenfassend kann man sagen, ich fange mal mit dem Kontext an. Wir glauben daran, dass sich jegliche Art von Informationsverarbeitung nicht nur auf jenen Inhalt konzentrieren soll, der mit dem Lernen zu tun hat, sondern Lernen ist der Umgang mit allen Inhalten im Unternehmen, mit dem Ziel, eine Effizienzsteigerung im Verhalten in Bezug auf ein Ziel herbeizuführen. Und das bedeutet, wir müssen diese ganzen Informationen in einem Kontext anbieten können, der dem Mitarbeiter und seiner aktuellen Problemstellung entspricht und nicht in einem getrennten Kontext. Jetzt tust du mal lernen, jetzt tust du mal Datenverarbeitung machen, jetzt tust du mal Warenwirtschaft machen, jetzt machst du mal E-Mail. Sondern im Grunde genommen muss diese Kontextualisierung geleistet werden. Und das ist ein Problem eines architektonischen Gesamtverständnisses. Zweitens, Umgang mit Orientierung, das meinte ich mit Metafähigkeiten. Nicht mehr die Frage, weiß ich alles? Wir können das Internet nicht in unser Hirn bringen. Sondern wo ist der Mittelweg zwischen, denken ist wie Google nur krasser, also ich verlasse mich im Endeffekt nur auf die Technik,
und dem Thema, ich wende mich vollkommen ab und versuche permanent Weisheit zu gewinnen, aber ich finde das Internet oder elektronische Medien wenig zielführend. Wo ist dieser Mittelweg? Wie lerne ich mit Lernen umzugehen und mit der Orientierung? Und der letzte Punkt, den ich persönlich für sehr wichtig halte, ist die Fähigkeit zu schulen, mit Unschärfe umzugehen. Was mir auffällt, womit viele Menschen eine Schwierigkeit haben, im Angesicht der schieren Menge an Informationen, ist, den Mut zu haben, etwas zu entscheiden oder zu tun, obwohl ich niemals die vollständige Verarbeitung aller potenziell verfügbaren Informationen leisten kann. Und in unserer Null-Fehler-Kultur, die wir in vielen Unternehmen aus Versehen oder absichtlich geschaffen haben, haben Leute ein Problem damit, jetzt eine Entscheidung zu treffen, weil sie wissen, es gäbe noch sehr, sehr viel mehr Informationen, die sie eigentlich berücksichtigen könnten. Also das Lernen des Umgangs mit Unschärfe. Gut, und Sie erleben das ja vielleicht her, also obwohl ich ja nun von Hause aus der Betriebswirt bin, bin ich der größte Fan vom audiovisuellen Lernen. Also ich erlebe das ja, glaube ich, hin, und ich glaube, dass der Anteil der Lernzeiten, der Medien und der Lernbudgets sich deutlich dahin ausweiten müsste, auch im Unternehmen, weil wir kommen an eine Generation da dran, die nicht mehr liest, auch nicht mehr hört, sondern guckt. How to use bei YouTube ist das große Thema. Ich brauche keinem jungen Mann oder keinem jungen Mädchen mehr erklären, wie man sich schminkt oder wie man Hygieneartikel eigentlich benutzt. Das kriegen die alles mit. Ich brauche auch nicht mehr Eltern fragen. Das setzt sich eigentlich fort. Die wollen auch nicht mehr Vorgesetzte fragen. Das will ich gleich einfach haben. Und Sie merken es ja auch momentan im Marketing mit dem Thema Influencer. Also wie schaffen die jetzt eigentlich, Influencings zu tun? Das machen die auch mit Bewegtbild. Und von daher glaube ich noch so als letzter Punkt, wir sollten uns bei diesem ganzen Thema noch ein bisschen mehr auf das Bewegtbild konzentrieren. Das wäre mein letztes Statement. Danke. Dankeschön.